Moin, heute ohne Handschuhe und ohne alles, weil heute mal anderes Thema. Also wer jetzt eine Knarre sehen will, kann abschalten, kommt heute keine. Herbstpoppern 2021 dürfen wir wieder auf der SAPB stattfinden lassen. Ist schon ausgebucht, hat uns selbst so ein bisschen überrascht, wird mit Sicherheit wieder gut. Zusätzlich dazu haben wir uns überlegt, wir haben im Winter ja schon mal an die Caritas Mannheim gespendet, die Obdachlosen in Mannheim betreut. Da waren das 10 Winterjacken von Decathlon tatsächlich und einmal Brezel leer kaufen beim Bäcker und vorbeigebracht. Das wollen wir wieder machen. Also zumindest was für die Organisation, die die Mannheimer Obdachlosen betreut. Versuchen das Ganze aber jetzt in einem etwas größeren Rahmen. Und gucken einfach mal, was passiert. Shooting for Charity nennt sich das Ganze. Das ist quasi Schnupperschießen unter fachlicher Leitung, fachlicher jagdlicher Leitung auf den Kipphasen, wie ein Schnupperschieß-Event, der auch am 9.10. stattfindet, quasi neben dem Herbstpoppern, wird betreut von den Instruktoren vom Schnupperschießen. Da wollen wir dann gemeinsam mit diversen Lieferanten, Herstellern und so weiter die Leute dazu animieren, ein paar Euro zu spenden für die gute Sache und dafür bekommen die ein bisschen was. Und um das jetzt mal ein bisschen interessanter zu machen, was sie da bekommen und so weiter, habe ich dem Flo vom Schnupperschießen gesagt, ich Skype den mal an und wir sammeln einfach mal drüber. Das Lustige ist aber, der hat noch keine Ahnung, über was ich mit ihm reden will. Also rücken wir ihn jetzt mal ins Bild. Und gehen einfach mal ein paar Minuten völlig ungeschnitten ins unvorbereitete Gesprächschaos. Völlig ungeplant und so weiter. Also moin, na? Moin. Flo, wir haben ja drüber gesprochen, was dich jetzt erwartet. Du hast es angerissen, ja? Ja, eigentlich weißt du gar nichts, was wir. Eigentlich weißt du gar nicht, worüber wir gerade reden wollen, richtig? Ich habe das Wort Charity gehört. Ah, Mehr noch Charity nicht. ist gut, aber vielleicht eins vorweg. Du bist mittlerweile als Schnupperschießorganisator tätig, richtig? So sieht's aus, genau. Seit Erzähl. Mitte Mai bin ich dabei. Ersten Kunden sind durch, ersten zufriedenen Kunden sind durch, alle happy. Sieht gut aus. Das geht alles in der Zusammenarbeit mit dem Schnupperschießen Bayern. Jetzt gibt es Schnupperschießen Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz betreust du, glaube ich, ne? Genau, ich mache Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, das bietet sich einfach ganz gut an. Alles findet aktuell noch in Mannheim statt und wird aber erweitert. Wir sind dran. Die Leute verstehen dich, glaube ich, auch besser als den Sven. Da Ich kann geht. auch Hochdeutsch. Ja, das kann der Sven auch noch. Der dauert aber immer Wenn ein er bisschen bei will. dir. Der muss immer erst warm laufen. Mit dem wollte ich auch sprechen. Der ist aber irgendwo im Urlaub unterwegs oder so. Der ist wahrscheinlich in einem wohlverdienten Urlaub. Ich habe mitbekommen, der ist unterwegs, genau. Wohlverdient. Ja, bestimmt. Schnupperschießen. Was ist das? Was tut man da? Was passiert da? Erzähl mal ganz kurz. Ihr habt Interesse, mal irgendwie an dieses Schießen heranzutreten. Ihr wisst gar nicht, was das ist, was euch erwartet. Dann meldet ihr euch bei uns, bei mir. Ich nehme euch mit. Ihr kriegt eine schöne Unterweisung. Wir führen euch ganz langsam ran. Und am Ende des Tages habt ihr ein ganz gutes Arsenal an Pistolen, Langwaffen, Schrotflinte. Wir können da auf alle Wünsche eingehen. Wer lieber kleiner mag, schießt ein bisschen kleiner. Wer lieber größer mag, kriegt auch die fetten Knarren. Alles, was ihr wollt. Hauptsache, ihr habt Spaß am Schießen und Interesse, das mal zu machen. Also kann ich da als Anfänger hingehen und werde von erfahrenen Schützen, Jägern, teilweise Dienstwaffenträgern betreut, die mir das beibringen unter der Berücksichtigung der ganzen Sicherheitsvorschriften, weil das ist ja das Wichtigste eigentlich bei dem Ganzen. Und Ach, da denn ja. muss ich keinerlei Vorerfahrung mitbringen. Kann ich hin, kann ich einen Junggesellenabschied zum Beispiel oder sowas machen? Perfekt. Ihr solltet vielleicht nicht betrunken sein, das wird ein bisschen schwierig, außer 18 Jahren und körperlich ganz normal. Das sind alle Grundvoraussetzungen. Alles andere regeln wir. Also Ihr am seid Anfang vom gesichert, ihr werdet Junggesellen. gut betreut, da passiert nichts.
Also macht nur Spaß am Ende des Tages. Wirst du noch keinen, dem es keinen Spaß gemacht hat am Ende. Entschuldige, hab dich jetzt. Am Anfang vom Junggesellenabschied sollte man das machen, tagsüber. Besser wär's. Oder halt einfach einen alkoholfreien Junggesellenabschied. Nee, das macht, glaube ich, auch keinen Spaß. Aber es gibt tatsächlich jetzt alles. Es wird permanent erweitert. Momentan findet es in Mannheim statt. Anmelden kann man sich über... Ich habe jetzt die Webseiten, ehrlich gesagt, nicht mehr im Kopf. Die vom Sven ist schnupperschießen-bayern.de. Dann gibt es jetzt, für die du zuständig bist... BABUE oder -rlp.de, also schnupperschießen-rlp.de. Oder Bavü, ne? Oder Bavü, also BABUE. Bist du zu denen, die sich über BABUE melden, genauso freundlich wie zu denen, die sich über RLP melden? Bin zu allen freundlich. Ich bin da nicht so. Ich habe überall schon mal gewohnt. Das ist vollkommen okay. Okay. also ihr, also das weißt du vielleicht noch gar nicht, aber ich hatte mal mit dem Sven gesprochen und wir wollen am 9.10. findet das Herbstpoppern mal wieder statt. Also 200 Meter Fallplatte auf Geschwindigkeit schießen im Rahmen der BDS-Sportordnung. Und nebenbei wollen wir so ein, oder haben wir jetzt, machen wir jetzt, ist eigentlich gar keine Idee mehr, sondern läuft schon, so ein Charity-Event. Shooting for Charity, haben wir das genannt, und haben jetzt sämtliche Hersteller, Großhändler und so weiter angeschrieben, dass wir Material brauchen und gerne hätten, also nicht nur eine Kappe oder so, sondern vielleicht auch mal gutes Zeug, also nicht, dass die Kappen schlecht wären, aber das war halt mal wirklich, wir versuchen da ein bisschen was zu ziehen, ob das klappt, das wissen wir noch nicht, von manchen haben wir tatsächlich schon Feedback erhalten, überraschend positives Feedback und auch tatsächlich tolle Sachen, die ersten kamen heute schon. Das werden wir dann nach und nach im Juli vorstellen. Aber was muss man beim Shooting for Charity tun, ist, also du musst arbeiten, so wie das wird. So ja, das habe ich fast erwartet, ja. Ja, so wie das, du darfst arbeiten. Die Idee dahinter ist... Wir machen das ja gerne, wir machen das sehr Spaß. Wir machen das ja alles nur aus Spaß. Die Idee dahinter ist folgende, da ihr ja auch dienstlich, jagdlich und sportlich angehaucht seid. Das Shooting for Shooting, das Shooting for Charity. Da kann sich also am 9.10. jeder unter eurer jagdlichen Leitung an den Kipphasen trauen. Bezahlt dann, also an den Kipphasen in Philipsburg auf der SAPB. Da musst du dann 10 Euro bezahlen und dann hast du 10 Schuss. Also nach eurer Einweisung. Zahlst du 10 Euro, dann hast du 10 Schuss. Und wenn du den Kipphasen 8 bis 10 Mal triffst, dann kommst du in die Verlosung von 3 Hauptpreisen. Die Hauptpreise werden wir, wie gesagt, oder alle Preise werden wir ab Juli, so sukzessive in den ersten 2-3 Juliwochen mal aufzählen. Also es gibt für die Schützen, die 8 bis 10 Mal treffen, insgesamt 3 Hauptpreise, die werden dann in den Lostopf geschmissen, die dann getroffen haben. Und dann werden die 3 Hauptpreise ausgelost. Die 6 bis 7 Mal treffen, kommen in eine andere Loskategorie, wo auch noch gute Preise dabei sind. Jetzt habe ich den Faden verloren. Die werden auch ausgelost. Ja? Und der weniger als 6 Mal trifft, der probiert das am besten nochmal. Ganz explizit geht es darum, von den 10 Euro Startgeld gehen 7 Euro hier an eine Mannheimer Organisation, die Obdachlose unterstützt. Das können wir dann vielleicht auch zusammen irgendwie machen oder so. Wir haben sowas im Winter schon mal gemacht, da haben wir den nagelneue Winterjacken gekauft und auch vom Bäcker und so. Das haben wir alleine... Bitte? Ja, habe ich mitbekommen. Das haben wir alleine gemacht, da haben wir gesagt, wir versuchen das dieses Jahr so ein bisschen zu skalieren. Also 10 Euro bezahlen, 10 Schuss machen, wenn du mehr als 6 Mal triffst, also 6 bis 7 Mal, bist du schon in der einen Verlosung, wo es insgesamt 10 Preise gibt. Wenn du 8 bis 10 Mal triffst, bist du bei 3 Hauptpreisverlosungen dabei. 7 von 10 Euro werden gespendet. Also wir wissen noch nicht, in welcher Form, ob die das in bar annehmen dürfen oder ob wir wieder Material kaufen oder ob wir die dann ausstatten mit Essen in den Tagesstätten. Das ist so die Idee dahinter. Natürlich, mehrfach Starts gewünscht. Die Anmeldung ist möglich ab
dem 1. Juli oder ab dem 4. Juli wird die freigeschaltet auf steelmatch.de. Da kann man sich also registrieren und kann sich anmelden. Da gibt es vor Ort, ist der Plan, dass es insgesamt 100 Startplätze gibt. Okay. Das heißt, du hast, du, Sven, die anderen, ihr habt alle viel zu tun. Hoffentlich. Die Idee dahinter ist natürlich, dass zum Beispiel jemand kommt und sagt, ich starte dreimal oder so, dann habe ich dreimal geschossen und habe drei Lose und so weiter, dass das vielleicht so ein bisschen zusammenläuft. Und dass das natürlich entsprechend durch die Sponsoren, möchte ich jetzt schon fast sagen, auch eine größere Tragweite bekommt, weil da echt schon tolle Sachen zugesagt worden sind. Ja, die 100 Leute kriegen wir, das denke ich schon. Die da, wenn wir das auch noch alle schön publik machen. So, und jetzt haben wir aber noch was überlegt. Und zwar, jetzt kann ja da nicht jeder vor Ort sein wahrscheinlich. Aber letztendlich ist es so, dass ja, die Schützen eigentlich ein großes Herz haben und auch die Jäger. Und bei sowas sich eigentlich für nichts zu schade sind. Das heißt, wir werden auch parallel auf unserer Webseite ein Ticket oder eine Loskaufmöglichkeit bieten. Auch für 10 Euro. Da kaufst du dann, zahlst du 10 Euro und kaufst dir quasi mit deine Bestellung ist dann quasi dein Los. Und da werden wir dann nochmal unter allen, die diese Bestellung getätigt haben bei uns, da fangen wir dann an im Mitte Juli oder Mitte, Ende Juli, das geben wir dann noch bekannt, bis hin zu dem Eventtag für Leute, die zum Beispiel keine Zeit haben oder trotzdem was tun wollen. Und da das Ganze dann online passiert, wird also das Los kostet 10 Euro. Da gibt's dann drei Sachpreise. Die werden also, die drei Sachpreise insgesamt werden wahrscheinlich so um die 500, 600 Euro wert sein tatsächlich. Nicht schlecht. Und davon, von den Tickets, Schrägstrich Lose, die online gekauft werden, gehen 10 von 10 Euro zum wohltätigen Zweck weg. Ja, also da wird dann beim Shooting vor Ort gehen 7 von 10 Euro und online, ja. Online wird das Ganze auf, vielleicht kriegen wir sie zusammen, vielleicht werden nur drei gekauft, aber wir werden das auf 200 Lose begrenzen. Nicht, weil wir das den Charity-Faktor begrenzen wollen, aber wir wollen natürlich auch die Chance für die, die da Spaß dran haben und sich darauf vorbereiten, erhöhen, dass da jemand tatsächlich, wenn er sagt, ich kaufe mir 5 Lose, dass er vielleicht dann einen von diesen drei Preisen abgreifen kann. Das ist so die Idee dahinter. Also gibt es die Möglichkeit vor Ort für ganz tolle Sachen, sich das Ganze zu erschießen oder einfach online einen Los zu kaufen und da in die Verlosung zu kommen. Und diese zwei Verlosungen laufen dann auch getrennt. Also es gibt eine Verlosung für die Leute, die vor Ort waren, wo 7 von 10 Euro zu dem Zweck oder an die Organisation fließen und die Online-Verlosung, wo dann 10 von 10 Euro tatsächlich weitergegeben werden. Das ist dann tatsächlich so eine Idee. Wir hoffen, dass das einen gewissen Anklang findet. Wir versuchen das in ein paar Social-Media-Kanälen und sowas zu teilen. Haben tatsächlich jetzt schon einige namhafte auf dem Schirm, wo du normalerweise immer nur einen Aufkleber bekommen hast oder so, die jetzt richtig mitziehen. Hat mich echt gefreut und ich glaube, dass wir da echt was Gutes tun. Und wenn das funktioniert, dann kann man das vielleicht des Öfteren mal einrichten, weil letztendlich gibt es da doch tatsächlich genug Leute, denen es schlechter geht als uns. Muss man mal realistisch sehen, oder? Absolut. Und da kann man vielleicht was Gutes tun. Man bringt den Skisport weiter so ein bisschen in die breite Masse. Und entweder telefonieren wir uns mal kurz zusammen dann immer oder die Videos kommen so alle 1-2 Tage, ist die Idee ab Juli, wenn die Möglichkeit da ist, sich auf steelmatch.de anzumelden, werden wir so nach und nach diese Preise veröffentlichen. Also gibt es insgesamt, was habe ich jetzt vorhin erzählt, beim Schießen vor Ort gibt es drei Hauptpreise für die 8- bis 10er Schützen und dann gibt es 10 Preise für die 6 bis 7 schießen und die halt weniger als 6 schießen, die schießen am besten nochmal. Oder... Ganz klare Sache. Ja, oder man könnte dann ja, wenn ich jetzt nur 5 treffen würde, dann würde ich natürlich, nur loslaufen. Dann würde ich natürlich auf meinen Instruktor schieben. Nee,
Nee, sowas machen wir nicht. Das liegt mir am Instructor. Das kann ich überhaupt nicht sein. Aber ich würde darauf bestehen und würde sagen, nein, also so ist tatsächlich die Idee dahinter. Das wird jetzt nach und nach tatsächlich, wenn wir, jetzt sage ich das glaube ich zum 10. Mal, ne? Die Preise nach und nach bekannt geben. Wenn voll ist, ist voll. Wir werden vor Ort auf der SAPB dann auch tatsächlich noch den Leuten die Möglichkeit geben, wenn denn dann noch Platz ist, dass die Leute da einfach, die Tagesbesucher, die woanders schießen oder so, auch die Möglichkeit haben, da hinzukommen. Also werden wir mit dem Harry reden, ob man da vielleicht das tatsächlich noch so ein bisschen publik machen kann oder ob die ein, zwei Mädels dann da rummarschieren und die Leute animieren oder so, keine Ahnung. Total im Chaos endet es nicht, weil bei allem Lockeren versuchen wir die Dinge ja doch immer ganz ordentlich zu planen. Aber das ist so die, Idee dahinter, so ein Gros, der sich online anmeldet, dass man schon mal weiß, es geht in die Richtung. Und dann vor Ort vielleicht tatsächlich noch, wenn die Zeit da ist, vor Ort noch ein paar Leute zu akquirieren, die da vielleicht mitmachen und dass wir dann vielleicht tatsächlich auf eine schöne Summe kommen, die wir dann auch... Ich habe ja die Vermutung bis Oktober, wenn wir genug die Werbetrommel rühren, 100 Leute kriegen wir wahrscheinlich zusammen. Ja, wäre spaßig, ne? Und dann haben wir halt noch die Option mit dem Online-Ticket, haben wir uns überlegt, mit dem Online-Los, ganz einfach aus dem Grund, wenn wirklich einer Bock hat, dass er sagt, okay, komm, ich kaufe 2, 3 Lose, kann ich X gewinnen, also ich sage ja jetzt noch nicht was, du musst ja das noch zusammenlegen alles, aber dann sieht er, aha, das wird natürlich dann schon bekannt sein, was man gewinnen kann. Und dann sagt einer vielleicht, okay, da habe ich Bock, da hole ich mir vielleicht 5 Lose und vielleicht gewinne ich was. Das ist so die Idee dahinter. Und online geht halt, wie gesagt, 10 von 10 Euro dann auch tatsächlich an den guten Zweck. Cool. So, der Plan für euch wird... Für euch wird das viel Arbeit vom Schnupperschießen-Team, glaube ich. Du schießt nebenbei auch noch beim Herbstpoppern mit. War so geplant, bin ich angemeldet, zumindest mal als Helfer, ja. Ob ich auch noch schießen darf, schauen wir mal. Ja, du bist ja noch jung. Alles so eingeplant, ja. Du bist ja noch jung, du hast aber noch nie geherbstpoppert. Bei eurem Herbstpoppern war ich, glaube ich, noch nicht dabei. Das war, letztes Jahr haben wir es versucht, das ging ja leider nicht so. Ja. Deswegen... Das darf man nicht unterschätzen. Also die Leute sagen zwar tatsächlich immer, also letztendlich geht es darum, 200 Meter Stahlscheiben auf Geschwindigkeit zu schießen, mit maximal 5 Schuss zu laden, egal ob Repetierer oder Halbautomat, die Popper auch selber wieder aufzustellen. Und das alles in 8 Minuten, beziehungsweise weniger. Und da immer 15 in der Reihe stehen, gibt es auch unterschiedliche Wertungskategorien, was die Strafpunkte angeht. Heißt... In der ersten Runde, die Strafpunkte sind auf Minuten gesetzt, tatsächlich. Heißt, wenn du in der ersten Lage mit 15 Poppern einen versemmelst, hast du schon mal plus eine Minute. Und wenn du dann alles super machst, und das ist diese Spannende an der ganzen Sache, wenn du dann alles super machst und in der vierten Reihe bist und den vorletzten in der vierten Runde verkackst, kriegst du 4 Minuten drauf. Und dann hast du... tatsächlich von Anfang bis Ende diese Spannung drin, weil du kannst ja super, super im Rennen sein und dann verkackst du den letzten und dann plump, plus 4 Minuten. Konzentration von Anfang bis Ende. Bitte? Konzentration von Anfang bis Ende. Ja, und ich bin natürlich, der Opi Wolle hat ja, jetzt steht 1-1 zwischen dem internen Wettbewerb Opi Wolle und Kern. Jetzt hat der Opi Wolle beim letzten Mal, als das noch stattfinden durfte, vor 2 Jahren, gewonnen. Warum auch immer, blindes Huhn und so weiter. Ja. Unlauterer Wettbewerb. Ja, irgendwas hat er gemacht und seitdem liegt er mir damit im Ohr. Und das wäre dann jetzt spannend. Aber ich habe ja den Matzelmann mittlerweile auch noch mit als Coach. Und wenn wir dann, hier... 200 Meter schießen ist das ja quasi für uns jetzt als neue Long Ranger, macht echt Spaß, muss ich sagen. Also alles 300 Meter plus ist das ja Pillepalle und dann pumpe ich die Opi-Wolle weg. So, und das ist der Plan, das ist mein persönlicher Plan. Und wenn du dann dran bist und das, wenn wieder im Urlaub ist oder so oder keine Lust hat, dann müssen wir halt kurz
den Kipphasen unterbrechen. Also du wirst das auf jeden Fall schießen und ich glaube, du willst das danach auch unbedingt wieder schießen. Ja. Gut, ist stark. Muss ich mich einreihen in den Wettbewerb. Ja, die Idee mit dem Charity tatsächlich, wie gesagt, die basiert darauf, dass wir da letztes Jahr im Winter schon was gemacht haben und haben gedacht, warum denn nicht? Für einen guten Zweck. Wir haben jetzt tatsächlich, ohne jetzt schon die Namen nennen zu wollen, ich glaube, wir haben jetzt schon 11 Firmen mit an Bord, die tatsächlich sich auch gar nicht haben lange betteln lassen, mitzumachen, weil es eben um den guten Zweck geht. Und wir sind noch an 2, 3 dran, die vielleicht auch noch mitziehen. Und wieder ab Juli geht das dann immer so los und dann werden die Sachen nach und nach vorgestellt. Erst die kleineren Gewinne und dann die größeren und am Ende, ja, also es gibt jetzt keinen, was weiß ich was, weil letztendlich geht es ja um einen guten Zweck, aber es wird schon, es werden nicht nur Patches und Cappies sein, um es mal so zu sagen. Na, wobei Patches und Cappies ja auch. An der Stelle finde ich eine klasse Sache mit der Charity, super Idee dahinter. Bin ich auch absolut dabei. Können wir auch gerne ein Package von mir mit reinnehmen als Angebot, als Preis irgendwo. Da wolltest du hin, ne? Ja, genau. Da wollte ich hin. Genau. Ich wollte ja nicht nur, dass ihr hilft. Bei sowas bin ich dabei. Hast du so ein Package im Kopf, wenn ich dich jetzt gerade, weil wir lassen das hier ja ungeschnitten durchlaufen, tatsächlich, unser Gespräch. Ja. Also meine ganzen Heuballer und so weiter laufen einfach durch. Ich würde es zwar gerne zusammenschneiden, aber ich habe keine Ahnung, wie ich einen Skype-Call und eine Videoaufnahme zusammenschneide. Deswegen müssen wir das einfach so durchlaufen lassen. Da müssen wir jemand anderen fragen. Da darfst du auch nicht mich fragen. Package, würde ich sagen, würde ich abhängig davon machen, wer das gewinnt. Wenn es ein Schütze gewinnt, dem ich nicht mehr die Grundidee von der Pistole erklären muss, dann bringt das nichts, wenn ich dem ein normales Einsteigerpaket gebe. Dann kriegt er irgendwas mit entweder die Holzklasse, das wollen wir jetzt gerade etablieren. Da gibt es dann hier AK-47, G3 in Holzschäftung, Dragunov, M1 Garand. So Geschichten. Also ist für alle was dabei. Ich würde sagen, das passen wir an auf den Gewinner. Also volle Schulterdröhnung? Mit blauen Flecken, wer Spaß dran hat. Mit blauer Fleckengarantie quasi. Nein, finde ich toll. Finde ich schön, dass das jetzt eine halbe Stunde gebraucht hat, bis du gemerkt hast, wo ich hin will. Nee, das wusste ich von Anfang an, aber wir müssen ja die Spannung ein bisschen aufbauen. Ja, nee, freut mich wirklich. Also das war so das Ziel. Ist schön, dass ihr euch da bereit erklärt habt, die ganze Sache zu übernehmen und auch zu betreuen aktiv. So haben wir da, glaube ich, bekommen wir da auch einen guten Durchsatz hin. Es läuft alles unter einer Leitung von erfahrenen Personen. Es ist dann ja quasi, ob man das jetzt Shooting for Charity oder es ist Schnupperschießen for Charity tatsächlich. Und da am Ende vom Tag haben wir alle Spaß und alle haben was für einen guten Zweck getan. Wahrscheinlich wird es für die, das läuft ja parallel zum Herbstprogramm, das Shooting for Charity. Ja. Wahrscheinlich wird es für die Teilnehmer vom Herbstprogramm Wildsau-Reh-Patties geben. Also da haben wir beim vorletzten Mal, also letztes Jahr durften wir ja nicht und dann ging das ja nicht, und dann haben wir beim letzten Mal schon gesagt, wir wollen ja für die Teilnehmer da immer ein bisschen was Attraktives machen. Also wir haben auf jeden Fall für die, dadurch, dass sich der Wettbewerb ja den ganzen Tag durchzieht, die Herbstpopper-Teilnehmer haben mit ihrer Startgebühr auch noch eine 25-Meter-Bahn den ganzen Tag mit drin. Also wir haben einen 25-Meter-Stand von der SAPB noch bekommen. Das heißt, dass du dich neben dem Fachgesimpel und mit den Leuten unterhalten, auch noch auf dem 25-Meter-Stand ein bisschen mit Kurzwaffe, Flinte und so beschäftigen kannst. Da ist dann auch immer ein Schießleiter vor Ort, so dass die Leute sich tatsächlich beschäftigen können. Und dann haben wir gedacht beim letzten Mal, wir bringen so ein bisschen Note rein mit Wildbratwurst beim letzten Mal. Und jetzt haben wir eine Connection aufgetan tatsächlich für Wildpatties. Und das fand ich richtig interessant. Und dann wäre das schon geil, wenn du sagst so Wildschwein und Reh gemixt. Und ich habe mir zwei, drei Kommentare angehört, die der Hersteller geschickt bekommen hat. Ob er die jetzt bezahlt hat dafür, für diese Kommentare, die kam so als Audiodatei, das weiß ich natürlich nicht.
Aber die waren einfach so gut, dass ich gedacht habe, das ist vielleicht eine Idee. Und jetzt werde ich die Dinger im Juli mal selber probieren. Okay. Vielleicht kommst du doch mal rum oder so. Und dann braten wir uns einen Burger. Und Also unter Protest, aber bei sowas muss man dann halt auch mal, ne? nützt ja nichts, Aber da ne? habe ich noch eine kleine Idee, das können wir mal abseits noch besprechen. Da kann ich vielleicht auch noch was beisteuern. Wird immer besser. Je länger wir uns unterhalten, umso mehr kommt rum von dir. Soll ich jetzt auflegen, bevor ich mich hier in zu viele Sachen hier reinrede? Nein, es ist tatsächlich schon toll, dass ihr da die ganze Sache unterstützt und auch entsprechend als Instruktoren da beiseite steht, weil das ist ja auch wichtig. Gerade beim Kipphasen bewegliches Ziel haben ja viele gar nicht so die Erfahrung. Und deswegen ist das tatsächlich, ja, kann man schon fast sagen, Schnupperschießen for Charity, wenn man das so betiteln könnte auch. Und dann seid ihr da ja mit vor Ort. Ich glaube, das wird ganz gut. Ja. Ich denke auch, das wird gut. Wüsste jetzt nicht, was da keinem Spaß machen könnte. Also, dann gucken wir, dass wir hier für die Mannheimer was tun, was Gutes tun. Ob wir das jetzt in Vilsburg machen, in Mannheim machen, fort, ist ja egal. Kann ja auch jeder in seiner Stadt genauso tun. Ich bin immer der Meinung, man sollte, wenn man was tun kann, auch was tun und nicht irgendwo auf so einem Ross sitzen irgendwie und sagen, mir alles egal. Also ich finde schon, dass wir gerade als Schützen und Jäger was tun können und da auch gerne, glaube ich, dabei sind und auch damit ein Stückchen weiter an die, sag ich mal, nicht schießende Bevölkerung herantreten, weil auch wir Waffenbesitzer sind ja Menschen. Das ist uns Waffenbesitzern bestimmt allen klar, aber das ist natürlich schön, wenn sich das auch noch ein paar andere Menschen so anschauen können und sehen, dass wir eigentlich ganz nette sind. Also wir haben das jetzt, wo wir jetzt beim Long-Range-Shooting in Polen waren, da diese 300 und 600 Meter Speed, die da der Matthias und der Olli und BDS-seitig organisiert haben, das war ein Familienfest. Also Ganz anders, ja. da war noch tatsächlich ein Kindergeburtstag, kein Witz. Also die haben da auf dem Gelände gefeiert, natürlich, dann haben die so Federdruckwaffen natürlich nur gehabt. Aber da war tatsächlich Ja, das Regionalfernsehen war da. Die haben ein ganz tolles YouTube-Video gemacht dazu, mit so mit Drohne und so. Und der Bürgermeister war da, hat sich gefreut und also zumindest hat er so ausgesehen, als ob er sich freut. Und hat die Leute alle begrüßt. Das war echt toll. Und dann die Familien, wirklich Familientag. Vielleicht bekommen wir das ja in eine ähnliche Richtung, dass der eine sagt, weißt du, vielleicht sieht irgendein Vati das und sagt, komm. Ich fahre zu den Schnupperschießen-Jungs da auf die SAPB an dem Tag. Ich schmeiße da zweimal 10 Euro rein. Dann habe ich vielleicht sogar zwei Lose in der Hauptverlosung. Und habe was Gutes getan. War mit den Kindern entweder auf der SAPB eine Currywurst essen oder so, geht ja auch, weißt du, oder einfach so einen Ausflug gemacht. Ich glaub, das wird gut. Und die Akzeptanz ist auch schon da. Eine Sache vielleicht vorweg oder bevor wir jetzt dann das Ganze beenden, bevor es für dich noch zu teuer wird, weil ich dir noch was aus dem Kreuz leier. Willst du nicht privat noch eine deiner Flinten spenden? Privat eine meiner Flinten spenden. Ja, die sind alle im Schnupperschießen eingebucht. Da müssen wir mal gucken. Da muss ich mit meinem Waffenhändler sprechen. Okay, das war jetzt eine komische Frage, gebe ich zu. Und die ich dich eigentlich fragen wollte, habe ich tatsächlich vergessen. keine Ahnung, Flo. Mitbringen, das ist kein Problem. Da können wir schön die ganzen Flinten mitbringen. Das ist kein Ding. Ich denke, ihr seid ja auch entsprechend gut ausgestattet. Ich bin auch froh darüber, dass das dieses Jahr mit der SAPB wieder geklappt hat, dass wir da wieder hin dürfen, dass wir da wieder das Ganze veranstalten dürfen. A, das Herbstpoppern, B, jetzt das Shooting-Schnupperschießen for Charity. Das wird, glaube ich, richtig gut. Und wir haben uns halt auch jetzt nicht lumpen lassen, wir haben es wirklich durchgerechnet und haben gesagt, vor Ort 7 von 10 Euro hin, die Online-Tickets, wo es 200 Stück von geben wird. Wie viele davon weggehen, weiß man nicht. Gehen tatsächlich 100%, also 10 von 10 Euro dann in den Topf mit rein. Und dann schauen wir einfach mal, was passiert. Ne? Sehr gut. Cool. Ich danke für deine Zeit. Gerne, immer. Und offiziell sage ich jetzt Tschüss. Wolltest du nicht noch eine Flinte spenden?
Die Verbindung wird gerade ganz schlecht irgendwie. Da rede ich auch mal mit dem Sven oder so. Vielleicht hat der ja noch irgendwie. Nein, Spaß beiseite. Ich schaue mal, was wir noch zusammenkriegen. Na, ich finde das schon super, dass du sagst, tatsächlich für jemand, der frisch kommt, so ein Schnupperschießen anzubieten und vor allem, ihr seid ja auch den ganzen Tag im Einsatz, kostenlos, genau. Da kommt dann ja keine Rechnung. Und wenn einer kommt, der schon mal geschossen hat, wie gesagt, dann gibt es auch ein anderes Package. Wir haben da ja eine schöne Auswahl, da finden wir auf jeden Fall für jeden was. Wenn wir das jetzt hinkriegen mit dem Skype und diesen ganzen Anrufen, dann binde ich dich vielleicht auch mal so in ein, zwei Preisvorstellungen mit ein, wenn du da Lust hast. Weil ist ja immer lustiger, wenn zwei babbeln, wie wenn nur einer babbelt. Flo, vielen Dank für deine Zeit. Von da komme ich vielleicht einfach mal vorbei. Denk dran. Da brauchen wir kein zusätzliches Handy. Denk dran, Matt. Matt ist dabei. Matt ist wichtig. Ja. alles klar, ich danke dir. Jetzt gucke ich mal, ob ich das alles irgendwie tatsächlich so online bekomme. Ich weiß, ich habe mit euch da ein gutes Team an der Seite. Wir haben noch ein paar andere freiwillige Helfer. Das wird so nach und nach jetzt sukzessive bis Ende Juli alles durchgespült, dass alle wissen, was Ende Juli dann tatsächlich Fakt ist. Aber wir wollen es halt noch so ein bisschen spannend machen, weil ich wirklich überrascht bin von der Akzeptanz oder von der Bereitschaft von einigen Großhändlern und so weiter und auch von einigen Herstellern, dass wir dann nochmal abschließen und dann ist wirklich Schluss, sonst müssen uns die Leute hier die ganze Zeit zuhören, wenn sie denn überhaupt noch das Ganze angucken. Wenn sie alles haben. Ich habe sie alle angeschrieben. Nein, ist ja für einen guten Zweck und für einen guten Zweck haben die Leute immer Bereitschaft, länger zu gucken, länger zu tun, mehr zu tun. Ja, was? Nicht. Ich muss der Ordnung wegen und weil ich ja manchmal auch, na, gehässig bin ich eigentlich nicht, aber der Fairness wegen muss man auch sagen. Das wird aber den Leuten dann selber auffallen. Wir haben sie alle angeschrieben und telefoniert und so weiter. Und wer nicht dabei ist, das werden die Leute schon selber merken. Ja, also das muss ja auch jeder, du kannst ja auch niemanden zwingen, aber es muss von Herzen kommen, weißt du, und dann passt das auch. Ich glaube, das war das Outro. Es muss von Herzen kommen, dann passt das auch. Alles klar, Jan. So, vielen Dank. Nur dann. Wir gucken, was passiert. Und alles Gute. Bleib gesund. Bist du schon durchgeimpft? Noch nicht ganz, ne. Kommt noch. 50-50? Jo. Ach, das geht mir auch so. Ein paar Tage noch. Danke dir. Bis dann. Ebenso. Mach's gut. Tschüss. Ciao.